Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Let's Build Serie. Part 3 sind wir jetzt. Und letzte Folge bzw. die ersten beiden Parts ging es ja hauptsächlich hier um den um das kleine Ferienhäuschen, ne? Zwar noch nicht von innen, das mache ich ja immer am Schluss. Ich mache ja immer das Grundgerüst vom Haus, färbe hier und da ein bisschen ein, mache dann den Außenbereich und komme dann zur Inneneinrichtung von dem Häuschen. Wobei ich hier auch sagen muss, ich habe eigentlich mich mehr auf den Außenbereich konzentriert, weil es geht ja hier mehr ums Campen und so weiter, und habe mich halt daher eher auf den Außenbereich konzentriert und irgendwo geschaut, auch wenn es unterbewusst war, dass der Außenbereich irgendwie den Innenbereich vom Haus eventuell übertrumpfen könnte. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nicht so viel Zeit für die Inneneinrichtung für das Haus gegeben. Schauen wir dann, wenn es soweit ist, beziehungsweise wenn der Part dann rauskommt, dann seht ihr es ja selber. So, die liebe Easy Smile, fände es cool, wenn ich doch mal die negativen Punkte aus die Sims ansprechen könnte. Na, ich hatte ja mal gefragt gehabt, beziehungsweise erwähnt gehabt, Leute, schlagt mir Themen vor, die ich hier im Video ein bisschen belabern kann. Und wie gesagt, da kam von der lieben Easy Smile halt dieser kleine Vorschlag. Negative Punkte zu die Sims 4. Ja, da kann ich für meinen Teil eigentlich nur die negativen Punkte aus dem Baumodus aufzählen, beziehungsweise was heißt aufzählen. Nur weil es jetzt vielleicht mehrere negative Punkte geben mag, ist es für mich jetzt persönlich so, dass ich über vieles hinwegsehen kann. Ich meine, ich habe gerade auch nach Release von die Sims 4 sei es auf Facebook, Twitter und Co. gelesen gehabt, dass der und der diesen und jenen Fehler gefunden hat im Spiel, dass das und das nicht so richtig funktionierte, und die dann direkt gesagt haben, dann bleibe ich bei Sims 3, und da sage ich mir einfach, ich schaue über diverse Fehler hinweg, versuche da eventuell selbst ein paar Lösungen zu finden, beziehungsweise diese Fehler halt irgendwie zu umgehen. Und die ersten Fehler im Baumodus, die sind mir aufgefallen, als ich Willowstone gebaut habe, das Riesenhaus da, was ich da mal erstellt hatte. Das war ja so, dass ich nachher, nachdem ich die dritte Etage oben drauf gesetzt habe, fing ich dann nachher erstmal unten halt im Erdgeschoss an, das Ganze einzurichten, danach die zweite Etage, beziehungsweise die erste Etage, und nachdem das fertig war, halt dann in der zweiten Etage, sprich ganz oben, dort wollte ich dann halt den Grundriss ziehen für die einzelnen Zimmer. So, das Ganze war nicht möglich. Da stand dann von wegen, Wand war nicht verfügbar oder was weiß ich. Dann schoss das komplette Dach, was von außen an die Wand angeknüpft wurde, was ich ja für draußen halt so ringsum gebaut hatte, schoss dann irgendwie ins Haus hinein und musste dann gucken, wie kriege ich das jetzt wieder raus und woran lag das jetzt? Und ich hoffe natürlich, dass das von seitens EA etc. von Sims da nochmal doch vielleicht mal irgendwie Wert drauf gelegt wird, dass da mal eventuell zeitnah nochmal ein Patch rauskommt oder so, damit diese Fehler auch mal behoben werden, weil als ich diesen Fehler das erste Mal da gesehen hatte, und da saß ich ja schon einige Stunden an dem Haus, und da ich konnte echt regelrecht kotzen, also das war echt nicht mehr schön. Und wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich diese Fehler gesehen habe, und ich saß und so, scheiße, kriege ich das jetzt irgendwie weg oder kann ich das irgendwie umgehen? Weil ich hatte ja, ich wollte die Stunden, die ich an diesem Haus saß, nicht einfach in die Tonne kloppen, und hab dann halt rumprobiert und konnte den Fehler nachher umgehen, indem ich einfach das komplette Dach des Hauses wieder entfernt habe. So, aber da dieses Haus so groß war, war das Dach ja dementsprechend auch groß und saß da auch einige Zeit, damit das Dach wirklich so passte und aussah, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ist das eigentlich mit so der Hauptnegativpunkt für mich jetzt persönlich in die Sims 4, was jetzt genau irgendwie eventuell noch negativ beäugelt werden könnte, was den ganzen Live-Modus etc. betrifft. Dazu kann ich ja jetzt nicht großartig was sagen, da mir da auch in meinen kleinen Videoaufnahmen, wenn ich da mal mit den Sims gespielt habe für die Videoaufnahmen, damit da halt nicht jetzt irgendwie was Gravierendes aufgefallen ist oder
beziehungsweise ich habe da halt gar nicht irgendwie so drauf geachtet. Dass ich natürlich beim Baumodus irgendwie direkt darauf achte, beziehungsweise dass mir irgendwas auffällt, wenn irgendwas nicht so passt oder so läuft, wie es soll. Natürlich fällt es mir dann direkt auf und wie ich ja schon gerade eben erwähnte, dass ich dann halt versuche, direkt irgendwie eine Lösung zu finden, wie das Ganze umgehen kann und so. Ja, ansonsten noch Negativpunkte. Ich finde es irgendwo schade, natürlich, dass es das Geländetool nicht mehr gibt, wie es ja auch, wie wir es in Sims 3 hatten, sprich, dass wir halt das Gelände halt von der Höhe, Tiefe und so weiter anpassen konnten, sprich so kleine Hügelchen oder halt, ne, einen kleinen Teich und so weiter. Das geht ja jetzt in die Sims 4 aktuell noch nicht. Ob das Ganze noch hinzugefügt wird, weiß ich nicht. Da lasse ich mich mal überraschen, aber aktuell lebe ich halt jetzt halt damit, ne, was ich da jetzt halt zur Verfügung habe und arbeite auch damit. Nur, ich hatte ja auch anfangs, kurz vor Release, als dann diverse Informationen bekannt gegeben worden sind, sei es auch das mit dem Stileditor, dass er in diesem Sphere nicht mehr implementiert ist, dass sie halt dazu geschrieben haben, was das Geländetool angeht, dass sie einfach dafür sorgen wollten, dass das Spiel Punkt 1 bei jedem noch besser spielbar ist, als wie es bei Sims 3 der Fall war. Denn auch wenn ich jetzt in Sims 3 Häuser gebaut habe und ich habe ja sehr viel mit Geländeebenen gearbeitet, sprich mit Treppenaufgängen hier und dann geht's da nochmal runter und da wieder hoch, dann geht's da ins Haus, ne, und solche Geschichten halt. Da spielten halt oft eher diese Routing-Wege, nennen sie das. Also wenn sie Sims halt durch die Welt bewegen, nennt sich das halt Routing. Die Sims verfolgen ja einen ganz bestimmten Weg, beziehungsweise nutzen die Wege, die ihnen gegeben sind. So, und auch bei Häusern, die ich jetzt in Sims 3 gebaut hatte, war es ja dann auch schon mal so der Fall, dass, wenn ich da halt wieder über mehrere Geländeebenen gearbeitet habe, und eigentlich auch einen stinknormalen, eigentlich offensichtlichen Weg zum Haus gebaut habe, zwar auch mit Treppen, dass der Sim nicht die Treppe verwendet hat, sondern irgendwie außenrum gelaufen ist oder gar nicht die Eingangstür vorne benutzt hat, sondern einfach ums Haus rumgerannt ist und dann hinten ins Haus zu kommen. Und das wollten wir jetzt halt hier bei Sims 4 direkt aus der Welt schaffen und wirklich dafür sorgen, dass die Sims auch die Wege nutzen, die sie nutzen sollen. Und vor Release wurde ja auch schon bekannt gegeben, dass jetzt hier in die Sims 4, dass sie es so implementiert haben, dass die Sims wirklich wissen, wo ist der Weg. Sprich auch jetzt mit dem Sprühbogen und so, mit dem Sprühboden, dass die Sims wissen, aha, da ist der Weg, da muss ich jetzt längs laufen und nicht irgendwie quer durchs Blumenbeet oder so. Und was natürlich auch das Ganze ein wenig, ne, realistischer machen sollte und solche Geschichten. Aber sonst jetzt noch irgendwelche Negativpunkte spontan. Nur, das war eigentlich nur das, wie gesagt, mit dem Bug, dass ich halt in der obersten Etage nicht bauen konnte, wenn das ganze Dach gesetzt wurde. Und vor allem konnte ich dann auch keine Wandbelege und so weiter setzen. Also auch nicht, sei es drinnen oder außen, und teilweise auch gar keine Wand mehr entfernen, weil das Spiel sagt mir, da ist gar keine Wand vorhanden. Aber wie gesagt, lösche ich das komplette Dach, war es komischerweise möglich. In der Galerie wurde mir auch mal auch bei Willowstone, glaube ich, drunter geschrieben, halt auf diese Pinnwand oder was, in die Kommentare wurde mir geschrieben, ja, ich kann da nichts bearbeiten oder so. Und das ist dann natürlich auch für mich ärgerlich, weil der User dann denkt, ja, Mann, scheiße, Passi hat da Kacke gebaut und hat da eventuell Bugs mit reingebracht, was weiß ich. Okay, wie auch immer das wirklich sein soll. Ist dann doof für denjenigen, der das Haus erstellt hat. Und darum hoffe ich wirklich, EA, bitte, ich glaube nicht, dass ihr das Video seht, aber bitte, sorgt bitte dafür, dass solche Fehler in Zukunft einfach nur vermieden werden und ihr eventuell dort halt einen Patch rausbringt, was diese ganzen Fehler dann fixen. So, die Folge ist auch gleich zu Ende und das ging schon wieder schnell, mein Gott. Also wie gesagt, mit den Negativpunkten, da konnte ich jetzt einfach nur auf den Baumodus eingehen und was mir jetzt auch noch spontan eingefallen ist. Und vor allem auch der Punkt, der wirklich tief bei mir drin sitzt. Das heißt, wenn ich ein Haus baue, dann sage ich mir wieder, ich hoffe, dass dieser Fehler jetzt nicht wieder eintritt. Und wenn es dann wieder so weit ist, dann drücke ich nur noch auf Speichern oder ich fange das Haus ganz von vorne an und ja, so ein Kram. Nee, gut, das war jetzt Part 3 meiner Let's Build-Serie und hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr so sehen wollt. Und
Ja, würde sagen, bis dann. Macht es gut und tschüss.